Weißt du, wie Taschenspieler arbeiten? Zauberkünstler? In der Regel ist das so, dass sie mit einer Hand irgendeine Action machen, irgendwas machen, was den Blick anzieht, Bewegung, irgendwas, was da gerade passiert. Und im gleichen Moment tun sie im Verborgenen mit der anderen Hand irgendetwas tun, was keiner merkt. Unauffällig, langsam, geheim. Und damit können sie dann den Trick zu Ende bringen. Ich sag mal, sie holen das Ass aus dem Ärmel in dem Moment. Aber alle gucken auf das, was da gerade passiert. Die Show. Genauso arbeitet der Feind. Er macht irgendeine Show, irgendein Remi-Demi, irgendeine Action, um unseren Blick anzuziehen und abzulenken von dem, worum es wirklich geht. Er versucht uns zu unseren Blick zu lenken auf etwas, was nebensächlich ist, was nur Show ist, anstatt auf die Dinge, die wirklich relevant sind. Wir sollen auf den Herrn fokussiert sein, auf das, was er sagt, fokussiert sein, auf die Dinge des Reiches Gottes fokussiert sein, beispielsweise auf prophetische Zusagen über das, was er hier in unseren Regionen, in unseren Ländern tun will, tun wird. Das ist etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollen. Aber viele Christen beschäftigen sich mit dem Dreck der Welt, mit dem Remi-Demi des Teufels, sind völlig paralysiert, sind völlig geschockt und denken, das ist die Sache, um die es wirklich geht. Und kapieren gar nicht, es ist nur eine erbärmliche Show des Feindes, mit denen er unseren Blick ablenken will von dem, worum es wirklich geht. Es ist nur feindliche Propaganda. Das eigentlich Entscheidende, das eigentlich Wichtige findet ganz woanders statt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da fokussiert bleiben. Dass wir klar bleiben, dass wir unseren Blick aufgerichtet haben. Der Feind versucht uns mit seinen Tricks, mit seinen Listen, mit seinen Machenschaften, mit seiner Show zu verwirren, unseren Blick abzulenken. Und die Bibel sagt das beispielsweise in Epheser 6, dass wir davor uns in Acht nehmen sollen, dass wir geradezu gewappnet sein sollen dafür. Da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Gegen die Listen des Teufels. Da heißt es nicht gegen seine mächtige Power, seine mächtige Kraft, mit der er uns überwinden kann. Nein, mit seinen Tricks. Es geht darum, dass er Listen hat. Miese Machenschaften. Zauberkunststückchen, mit denen er uns verwirren will. Dagegen müssen wir gewappnet sein. Das heißt, wir müssen fokussiert sein und auf das schauen, was wirklich relevant ist. Im Psalm lesen wir, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Ja, wir schauen auf den Herrn und das Netz, die Falle, die Tricks, wir werden daraus gelöst, wenn wir in die richtige Richtung schauen. Deshalb mein Wunsch an dich, schau auf das, was wirklich relevant ist, schau auf den Herrn und nicht auf die miese Show dieser Welt und die miese Show, die der Feind abliefert. Schau auf das, was wirklich relevant ist. Beschäftige dich mit den Aussagen der Bibel. Beschäftige dich mit dem Reden Gottes in unserer Zeit. Investiere da deine Zeit und nicht in die Show des Feindes. Doch auf dich, Jahwe, mein Herr, sind meine Augen gerichtet. Bei dir suche ich Zuflucht. Das soll für uns gelten. Wir schauen auf den Herrn, denn er ist unsere Zuflucht. Gott.